schnell alle hinsetzen und dann, ja. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag GeoCouch, ein n-dimensionaler Index für Apache Couchable und Couchbase. Nur schnell ganz kurz über mich. Ich bin der Volker, ich bin der Autor von GeoCouch und ich liebe Open Source, code meistens in JavaScript und Erlang und arbeite für Couchbase. So, das Thema hört sich ja relativ komplex an. Deswegen nehmen wir es jetzt mal Stückchen für Stückchen vor. Was ist denn ein n-dimensionaler Index überhaupt? Dazu ein Beispiel. Ich habe im Januar diesen Jahres jemanden bei der CouchDB-Konferenz in Berlin kennengelernt. Und diese Firma stellt Kommunalsoftware her. Und der war total begeistert, als er gehört hat, dass GeoCouch jetzt auch einen n-dimensionalen Index hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil bei dem Gewerbeamt haben wir zum Beispiel so Sachen wie natürlich zweidimensional. Das heißt, ich will einfach alle Gewerbe in einem bestimmten Gebiet haben. Das ist mehr oder weniger trivial. Jetzt kann man aber vielleicht auch dreidimensional wollen. Normalerweise denkt man jetzt wahrscheinlich an sowas wie Höhe oder so weiter. Aber die dritte Dimension kann auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel Zeit. Ich will zum Beispiel wissen, welche Gewerbe entstanden in diesem Gebiet seit 2010. Zeit ist dabei aber noch ein ganz interessanter Faktor, und zwar ist Zeit nicht unbedingt ein bestimmter Punkt in der Zeit, sondern es kann auch andauern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt alle Gewerbe haben will, die es an diesem Ort zwischen 2009 und 2011 gab, sind natürlich nicht nur alle dabei, die zu dem Zeitraum entstanden sind, sondern auch alle, die da aufgehört haben oder bereits davor angefangen haben oder dahinter angefangen haben. Aber es geht ja um N-Dimensionalität. Das heißt, was ist dann bitte schön 4D? 4D können einfach quasi beliebige Attribute sein, zum Beispiel Gewerbeart. Ich will zum Beispiel alle Bäcker in einem bestimmten Gebiet seit einem bestimmten Zeitpunkt haben. Das kann man jetzt beliebig fortführen. Man kann zum Beispiel 5D sagen und sagen, ich will alle Bäcker, die es in diesem Gebiet seit 2010 gibt, die eine Verkaufsfläche über 50 Quadratmeter haben. Und so kann man jetzt quasi endlos weiterspielen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an OpenStreetMap denkt, an die Tags, da gibt es ja Hunderttausende, dann ja, können wir einfach jedes Tag da quasi abfragen. So die Idee dahinter. So, viele würden jetzt wahrscheinlich denken, ja gut. Dann nehme ich ein SQL-Statement in der normalen Datenbank und ja, ich habe meine Anfrage und fertig. Was brauche ich da irgendwas anderes? Warum brauche ich überhaupt GeoCouch für sowas? Der Grund könnte sein, dass ich eben Apache Couch oder Couchbase nehmen will. Und jetzt ist wahrscheinlich wieder die Frage, ja, was ist das überhaupt? Das sind beides Datenbanken. Gut, Postgres ist auch eine Datenbank, die kann ich auch nehmen, aber es ist eben eine andere Art von Datenbank. Es ist eine sogenannte dokumentenorientierte Datenbank. Das bedeutet, die kleinste Einheit, die ich speichern kann, ist ein sogenanntes Dokument. Bei einer relationalen Datenbank ist sozusagen das kleinste Element, was ich speichern kann, eine einzelne Zeile in der Tabelle. Hier ist es ein sogenanntes Dokument. Und jetzt, und sonst ist es auch noch ganz anders. Das heißt, bitte jetzt alles vergessen. Bei einer dokumentenbasierten Datenbank gibt es keine Triggers, keine Tabellen, keine Joins, keine Konsistenz meistens. Also alle die Sachen, also Asset und so, alles vergessen. Und genau, jetzt denken sich wahrscheinlich auch viele, aber Normalisierung ist unabdingbar. Das fällt auch weg. Ich tue die Daten auch nicht normalisieren, weil ich habe keine Joins. Und wenn würde ich sie normalisieren, wäre es schwer, die wieder zusammenzufügen, wenn ich keine Joins habe. Wie sieht jetzt so ein Dokument aus? Dokument ist eine einfache JSON-Struktur. Für die, die JSON nicht kennen, ist es im Prinzip, ich habe den Schlüssel und ich habe den Wert. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Messwert einer Wetterstation. Ich messe die Temperatur. Was jetzt auffällig ist, ich speichere zum Beispiel den Namen der Station direkt ab. In der relationalen Datenbank, wenn es alles IDs. Hier speichere ich wirklich die Daten einfach komplett mit dem Messwert ab. Für jeden Messwert speichere ich komplett ab, wo ist der, wie heißt die Station und so weiter. So ein Dokument hat noch andere Vorteile, und zwar gibt es eben auch kein Schema. Das fällt auch weg. Wenn ich jetzt also zum Beispiel beschließe, diese Station bekommt einen Sensor dazu, um zum Beispiel den Niederschlag zu messen, dann mache ich das einfach.
ich füge es hinzu und ab dem Zeitpunkt hat jedes Dokument einfach nochmal einen Wert dazu. Wenn ich jetzt auch, keine Ahnung, zum Beispiel bei meinem Webinterface darstellen will, gut, kriege ich halt die Werte aus der Datenbank und ab einem bestimmten Zeitpunkt fängt halt dann erst die Kurve an für den Niederschlag. So, das Ganze ist eben sehr flexibel und ist eben auch ganz schön während der Entwicklung, weil oft ist das so, man macht ein Datenbankschema und dann fällt einem ein, oh, ich habe noch diesen einen Wert vergessen. Und dann wird es irgendwie plötzlich irrsinnig kompliziert und es funktioniert nicht mehr richtig und so. Und hier kann ich eben gerade auch während der Entwicklungszeit einfach, das heißt, Couchbase und CouchDB sind so ein bisschen wie eine Oracle-Datenbank und PostgreSQL. Das sind beides Datenbanken und so, man kann ähnliche Sachen damit machen, aber im Prinzip sind die einfach ganz verschiedene Produkte. Und so ist es hier auch. Und die haben eben auch verfolgen verschiedene Ziele. Bei Couchbase ist es so, Couchbase ist relativ jung, gibt es erst so seit 3-4 Jahren. Und da geht es hauptsächlich um Skalieren. Skalieren wird häufig verwendet und man weiß überhaupt nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Ich erkläre es mal an einem Beispiel, was ich darunter verstehe oder wozu man es eben verwenden will. Ich habe jetzt hier 3 Server. Da sind meine Daten, die ich gerade speichern will, die Dokumenten A, B und C. Wie ich da jetzt wunderbar verteilen drauf. In dem Beispiel bekommt jetzt einfach jeder Server ein Dokument. Das könnte ich auch mit einem anderen System einfach von Hand machen, das ist überhaupt noch nicht schwierig. Schwierig wird es immer im Fehlerfall. Couchbase einfach einstellen, mach von jedem Dokument eine Kopie. Wenn ich natürlich auch mehr Server habe, kann ich auch sagen, ja, müssen immer 5 Kopien da sein. Hier in diesem Beispiel ist immer nur eine Kopie da. Natürlich ist die Kopie ein Datensatz von einem anderen Server, weil es macht keinen Sinn, auf dem gleichen Server eine Kopie von sich zu haben, weil wenn er abschmiert, ist die auch weg. So, jetzt also das Beispiel, was ist, wenn der Server, der unterste zum Beispiel, hier abschmiert. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr, wenn ich jetzt anfangen will und ich will das Dokument C haben, ist es ja eigentlich weg. Was mache ich dann? Ja gut, ich habe ja die Kopie. Das heißt, ich mache einen Klick und sage, alle Kopien bitte reaktivieren. Dann wird es quasi zum Original. Und für den Endanwender war im Prinzip die Datenbank nie down. Er sieht einfach wieder, kann es auf das Element C zurückgreifen und genau, die Datenbank war nie down. Das ist natürlich das Problem, wenn jetzt wieder ein Server abschmieren wird, würden ja Daten fehlen. Das heißt, ich mache im Webinterface nochmal einen Klick und die Daten werden frisch verteilt, es werden Kopien angelegt und so weiter und jetzt könnte im Prinzip wieder einer von den beiden Servern abschmieren, das System würde einfach aber weitergehen. So, das ist eben, worum es hauptsächlich geht, eben um diese Skalierbarkeit. Ich kann eben auch jetzt zum Beispiel noch einmal einen Server hinzufügen, da klicke ich wieder drauf und die Daten werden wieder frisch verteilt und so weiter. Bei Apache CouchDB gibt es viele Dinge und wären hier jetzt irgendwie 5 verschiedene Vorträge, würden wahrscheinlich diese 5 Personen 5 verschiedene Sachen erzählen, was sie an CouchDB so cool finden. Zu dem Thema gibt es auch morgen einen Vortrag, der ist auch über CouchDB, der nennt sich CouchWFS und der macht genau eben den anderen Aspekt, stellt er da von CouchDB. Ich gehe auf den Teil an, den ich besonders interessant finde und das ist die Replikation. Das bedeutet, also wir vergessen jetzt gerade, was wir über Couchbase gehört haben, sonst verwirrt es nur, also schnell, ja, vergessen. So, bei CouchDB geht es darum, dass man die Daten auf andere Geräte überspielen kann. Im Prinzip den kompletten Datensatz rüberspielen. Das macht zum Beispiel jetzt Sinn, ich überspiele von dem Server die Daten auf meinen Laptop. Dann brauche ich eben im Nachhinein keine Verbindung mehr zum Server. Das macht jetzt bei Laptop-Server nicht so viel Sinn, weil Internet gibt es meistens überall. Auch hier ist das WLAN ja sehr gut. Aber ich kann es auch auf mobile Geräte übertragen. Das heißt, die mobilen Geräte können zum Beispiel auch ein Traktor sein. Das ist die Referenz zum Lightning Talk zu Beginn der Foskis, wo eben die Geobox vorgestellt wurde. Weil genau da wurde die CouchDB verwendet. Weil eben bei den Landwirten die Daten eben direkt auf die mobilen Geräte überspielen kann. Sie brauchen keine Internetverbindung mehr und haben die Daten lokal verfügbar. Das Schöne an dem ganzen System ist jetzt aber auch, ich könnte jetzt zum Beispiel Daten eben von dem Server auf den Laptop spielen, auf das mobile Gerät, eine Änderung auf meinem mobilen Gerät vornehmen, aber dann direkt zurückspielen auf den Server. Das heißt, ich kann ganze Topologien aufbauen. So, jetzt haben wir das alles geklärt. Was ist Couchbase und Apache CouchDB? Jetzt kommen wir natürlich zum eigentlichen Thema des Vortrags. Was ist denn überhaupt GeoCouch? Das ist hier am einfachsten erklären mit, wo kam denn das her? Und zwar war ich 2008 in Australien, habe auch schöne Fotos geschossen und da habe ich bei einer Firma gearbeitet, die macht eben auch Open Source Geo Sachen und das Problem war,
oder sie hatten den Auftraggeber und es war ein Amt und die hatten so eine Broschüre alle 2 Jahre, da war irgendwas über die Wasserqualität drin, über die Böden und so weiter. Und die haben beschlossen, wir wollen jetzt ein schönes Webinterface haben für das Ganze, für die ganzen Sachen. Ja gut, wir haben eben am Anfang die Daten als XML bekommen, haben sie zu JSON gemacht, dann schön in Open Layers Anwendung geschrieben, alles schön dargestellt, hat alles wunderbar funktioniert. Und dann kam der Tag, wo der Prototyp vorbei war und natürlich wurde der Prototyp die Endversion, wie es immer ist. Aber auf jeden Fall war die Idee, sie wollen jetzt den kompletten Stack haben. Das heißt eine Oracle-Datenbank, einen Geo-Server und da kommen dann die Daten her. Das Problem war natürlich, unser JSON war natürlich, wie wir es uns vorgestellt haben. Das heißt, wir mussten ein Modul für Geo-Server schreiben, damit wir das JSON so bekommen, wie wir es wollen. Und es muss ein Datenbankschema her. Der Datenbankexperte dieses Amtes hat, glaube ich, 8 Wochen gebraucht, um eins zu finden, weil die Daten relativ komplex waren. Dann haben wir das angeschaut, das Schema, und im Endeffekt war es dann so, man braucht für die Anfragen, die wir geschickt haben, braucht man den Cross-Join über alle Tabellen. Das heißt, man fragt sich dann ja, warum tue ich es normalisieren, wenn ich es am Schluss wieder alles zusammenfüge? Und zu dem Zeitpunkt habe ich eben gerade eben CouchDB kennengelernt und dann festgestellt, es wäre einfach die Lösung gewesen, weil wir hätten die Daten als JSON, zu JSON konvertiert, abgespeichert und wären fertig gewesen. Oh, was ich vergessen habe zu erwähnen, natürlich das Datenformat des Ursprünglichen waren natürlich Excel-Tabellen. Dann wäre es eben super einfach gegangen, ich hätte die Excel-Tabellen einfach konvertiert zu JSON und fertig. Das Problem damals war aber, es gab keinen Geo-Index. Und da habe ich mir gedacht, hat's nicht, braucht's aber, mache ich. Und so ist also quasi GeoCouch ist im Prinzip, so wie PostGIS zu Postgres ist GeoCouch zu Couchbase, aber auch Apache CouchDB. So, was kann es jetzt alles? Ich kann alle Geometriearten speichern. Da das ganze System ja auf JSON basiert, ist es im Prinzip alle Geometriearten, die JSON unterstützt, werden auch von GeoCouch unterstützt. Also ich kann eben meine Polygone speichern, meine Linien speichern, meine Multipunkte speichern und so weiter. Von der Anfrageseite aus gibt es eben, dass ich so eine Gebietssuche mache mit der Bounding Box und da alles bekomme, was geschnitten wird. Und was jetzt neu ist, es gibt die Polygonsuche, die verwendet im Hintergrund Geos, weil das gibt es einfach und funktioniert sehr gut. Die Polygonsuche ist aber momentan noch nicht in der offiziellen Version, sondern nur in einer Branch auf einem privaten GitHub Repository. Das hat diverse Gründe, die ich jetzt nicht ausführen will. Aber es funktioniert eben. Es wurde eben auch von diesem anfangs erwähnten Beispiel mit dem Gewerbeamt, die wollen eben auch nicht nur eine Bounding Box haben, sondern eben halt alle Gewerbe inzwischen in den Stadtgrenzen haben. Die waren eben auch sehr glücklich, dass es jetzt eben gibt. Dann die KNN-Suche, gib mir alles, gib mir die 5 nächsten Punkte in der Umgebung. Das existiert sogar nicht mal im Internet, sondern nur auf meinem PC. Das Problem ist, dass da wurde Code portiert von PostGIS und da gibt es Lizenzprobleme, wo ich jetzt keinen Ärger haben will und da muss ich schauen, wie ich das löse und mit dem PostGIS-Leuten sprechen. Aber also, wenn es jemand haben will, kann ich es ihm geben, aber ich will es halt noch nicht online stellen, weil ja, GPL und so ist immer ein Problem. Genau. Und natürlich die bereits erwähnten multidimensionalen Anfragen. Diese bestehen bereits in Apache CouchDB, ist aber auch wieder nur eine Branch auf meinem GitHub Repository, aber wie gesagt, das ist zum Installieren genau das Gleiche. Und ich arbeite eben momentan dran, dass die dann eben auch für Couchbase funktionieren. Wie schaut die Zukunft aus von GeoCouch? Ich baue eben gerade, das ist jetzt gerade, also für die es interessiert, CouchDB ist in Erlang geschrieben, Couchbase auch größtenteils und aus Performance-Gründen wird jetzt eben sehr viel in C umgeschrieben und eben auch GeoCouch wird jetzt komplett von Erlang nach C portiert. Und ja, da baue ich eben gleich dieses multidimensionale Sachen ein. Dann, was bisher wirklich ein Problem war, die Performance. Also wer bei der Force4G 2011 bei dem Vortrag von mir war, da hatte ich so eine Folie mit, es kommt nicht auf die Performance an, wenn man Performance will, nimmt man PostGIS, wenn man eben die Replikation zum Beispiel haben will, nimmt man CouchDB mit GeoCouch. Das will ich auch ändern. Also es ist wirklich, also das Ziel ist wirklich halt schneller wie PostGIS zu sein und es ist eigentlich gar kein Problem. Der Grund ist, weil PostGIS kann viel mehr. PostGIS ist ein viel komplexeres System und dieses Dokumentenbasiert ist mehr oder weniger ein Key-Value-Store und man hat eben keine Transaktionen und die ganzen Sachen, das macht diese ganze Sache eben halt viel einfacher und deswegen müsste die Performance theoretisch auch viel besser sein. Das ist so mein Ziel, also schnell wie PostGIS ist das Ziel. Ziel ist, das bis zur Force4G zu haben, zumindest eine erste Version. Mal schauen, ob das klappt. Werden wir sehen. Und
Und noch ein Zukunftsziel, das relativ schwierig ist, und zwar momentan kann der multidimensionale Index nur mit Zahlen arbeiten. Was ist es aber, wenn ich zum Beispiel eine Adressdatenbank habe und ich will jetzt zum Beispiel alle haben, alle von, was weiß ich, C bis D, die ein bestimmtes Alter haben und ein bestimmtes Geschlecht und so weiter. Mit Strings, also mit Zeichenketten, ist das Ganze ganz schön kompliziert. Da muss ich es so vorstellen, das Problem ist ganz leicht beschrieben, was ist die Distanz zwischen einem A und einem chinesischen Symbol? Das ist quasi die Problemstellung. Und da habe ich auch schon ein paar Ideen und ich glaube, das kriege ich dann schon irgendwie hin. Ist das da so bei, also ich sah, würde ich so anpeilen, die Forskis 2015 oder so, das dürfte ein guter Zeitplan sein. Aber das, sowas steht eben noch aus. Zum Abschluss will ich noch kurz noch mein Beispiel erzählen, für was man das eben verwenden kann, diesen multidimensionalen Index. Ich habe vor über einem Jahr eine Anfrage bekommen von jemandem. Die Firma macht Analysen von Satellitendaten über das Abschmelzen der Pole und die speichern sogar nicht mal die Daten in der Datenbank ab, sondern wirklich halt nur die Metadaten über die Satellitenbilder. Und die hatten das Problem, dass momentan funktioniert es mit PostGIS wunderbar, alles läuft, aber sie wissen, dass mit den neuen Satelliten, die die ESA hochschießt, werden die Datenmengen so viel, dass es einfach halt wohl dann um die Ohren fliegen wird. Und die planen eben halt früh. Und die haben eben ja das Problem, sie brauchen den multidimensionalen Index, weil die sagen zum Beispiel, sie wollen jetzt ein Satellitenbild in einem bestimmten Gebiet haben, also eine Polygonabfrage, zu einem bestimmten Zeitpunkt haben und vielleicht noch ein bestimmtes Spektrum der Bilder und so weiter. Also da hat man eben auch viele Dimensionen und genau darum geht's. Ja, das war's schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, wir haben noch genug Zeit für Fragen, wenn es Fragen gibt. Ja. Genau, also es ist quasi ein R-Baum und was ich, also die momentane Implementierung bei ist ein RR-Sternbaum. Das ist quasi vom Erfinder vom R-Sternbaum, der hat einen RR-Sternbaum gemacht. Aber ich ändere es jetzt dann wahrscheinlich um, auch von diesem Professor in ein anderes Paper. Das ist dann einfach ein Index, wo vorher die Daten mit einer Z-Kurve sortiert werden und dann von unten nach oben aufgebaut wird quasi. Und das Ganze verbunden dann mit einem LSM-Baum. Aber das kann ich noch genauer erklären, wenn es jemanden interessiert, kann ich dann noch auf Details eingehen, wie das genau, was ich da so für Pläne habe und wie es implementiert wird. Ist recht spannend. Ja, weitere Fragen? Also man kann auch gerne so Sachen zu spezifisch zu CouchDB fragen oder Couchbase oder wie auch immer, weil also da kenne ich mich gut aus. Was ich mich frage, bist du der einzige Entwickler in dem Projekt? Genau, also ich bin, also für GeoCouch bin ich der einzige Entwickler. Aber ich bin bei Couchbase fest angestellt, für eben an GeoCouch zu arbeiten, bin momentan der einzige Entwickler und ich hoffe, dass halt irgendwann, ja, das irgendein Kunde haben will, sodass es dann mehr Entwicklung gibt quasi. Ja, Dieses Replikationsfeature, das immer gesagt, man klickt dann auf ein Webinterface. Ja. Das kann man auch automatisieren, oder? Dass eben, also iAppability, dass wenn ein Server ausfällt, das automatisch einsteuert. Ja genau, also das ist, also man kann es auch automatisch einstellen, ist aber wenig empfohlen, weil es halt man muss da schon wissen, was man tut quasi. Und das Problem ist, wenn man es automatisiert hat irgendwie, wenn man zum Beispiel sowas hat, wie man hat ein Split Brain plötzlich, da denken irgendwie die Hälfte des Servers, die andere Hälfte ist down, tut dann irgendwie die Topologie ändern und das machen gerade beide und 5 Sekunden später ist wieder alles normal und dann muss es wieder zurück und so. Deswegen ist es normalerweise ist es besser, das von Hand zu machen, aber also man könnte es automatisieren auf jeden Fall, aber es wird meistens von Hand gemacht, dass halt ein Admin eine E-Mail bekommen und sagt, okay, hier ist was kaputt und dann aus praktischen Gründen. Hier vorne war eine Frage? Eigentlich mehr eine Verständnisfrage zu dokumentenbasierten Datenbank im Geobereich. Wäre tatsächlich dann jeder Poi, jede Apotheke dann ein eigenes Dokument? Ja, genau. Ja. Und also es gibt zum Beispiel schon ein experimentelles Backend für Imposim, für CouchDB, dass man eben Daten direkt von OpenStreetMap über Imposim in CouchDB importieren kann. Ja. Was man damit rumspielen will. Bei CouchDB ist auch so eine Limitation, dass man, wenn man ganz, ganz kleine Dokumente hat, mit einem Poi, der nur diesen Namen hat, dass sich das vielleicht nicht lohnt, sollte man da
eher größere Dokumente anlegen oder gibt es da nichts, dass man sagt, auf das muss man auch? Also ich würde spontan sagen, es ist relativ egal. Müsste man, also ich würde es dann einfach ausprobieren. Also das ist so schwer allgemein zu sagen, aber also ich weiß jetzt von keinen Problemen und es dürfte eigentlich relativ egal sein, weil das, also die, speziell bei Couchspiel ist der Overhead mehr das von JSON serialisieren, deserialisieren und so weiter und auf die Platte schreiben und so weiter, sodass die Größe, also wenn man im normalen Gebiet, also klar, wenn ich jetzt irgendwie ein 100 MB JSON-Dokument habe, das dann irgendwie um die Ohren fliegt, das kann gut sein, aber wenn ich so im normalen Gebiet bin, dürfte es eigentlich keine Probleme machen. Also dürfte es egal sein. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine Meldung. Wir haben jetzt noch 8 Minuten laut der Raumuhr. Ich wurde nicht darum gebeten, nochmal an die Fragebögen zu erinnern. Das heißt, ihr könnt das jetzt völlig eigenmotiviert noch füllen, wenn ihr hier bleibt und auf den nächsten Vortrag wartet.